Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Schaut mal, liebe Geschwister, manche Leute denken, eine schöne Sitzung ist mit Haram. Aber bei Allah, genau diese Leute, die viel Haram gemacht haben in der Vergangenheit, seht ihr, wie viele Jugendliche jetzt zurückkehren zur Religion? Warum? Hatten sie Grenzen in der Vergangenheit? Konnten sie bestimmte Sünden nicht machen? Doch. Sie haben alles gemacht. Sie kannten kein Haram und kein Halal. Aber warum sitzen sie jetzt bei uns in den Moscheen? Und die Frauen sind alle draußen. Und hübsche Frauen. Und Frauen, die vielleicht einem den Verstand rauben, weil sie das nicht glücklich gemacht hat. Weil sie gesehen haben, dass das Einzige, was sie glücklich macht, Allah Azza wa Jal ist. Subhana. Unser Sheikh hat einmal jemanden in Ägypten im Krankenhaus besucht. Dieser war einer von der Obrigkeit. Das heißt, der Sheikh sagt, als ich sein Pyjama gesehen habe, aus Satin, also nicht ein Stoff, den sich jeder leisten kann. Und dieser Mann hat viel Geld gehabt. Aber dieser Mann, bei ihm wurde festgestellt, dass er jetzt Krebs hat. Und nur noch ein paar Tage zu leben hat, weil sein Krebs fortgeschritten war. Dann hat der Sheikh ihn besucht. Und er sagte zu ihm, wie geht's dir an diesen Tagen? Er sagte, ja Sheikh, ich habe erfahren, dass ich nur noch einige Tage zu leben habe. Dann sagte der Sheikh, wie hast du das aufgenommen? Er sagte zu ihm, Wallahi, ja Sheikh, das sind meine glücklichsten Tage. Ich lebe jetzt mit Allah. Ich lebe jetzt mit Allah. Und dieses Leben mit Allah ist das schönste Leben. Wallahi al-Azim, das schönste Leben. Schaut mal, wir haben nur ein Funke an Hoffnung. Ein Funke, kleinen Funken, dass Allah uns in das Paradies eventuell hereinbringt. Und wir sind alle üble Sünder, möge Allah Azzawajal uns vergeben. Dieser Funke hält uns am Leben. Dieser Funke gibt uns Glückseligkeit. Dieser Funke sorgt dafür, dass wir nicht bei Allah Azzawajal verzweifeln. Was für eine Gnade, das ist nur ein Funke. Was denkst du, wenn Allah Azzawajal dir, während du dabei bist zu sterben, die Engel schickt und die sagen, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alayhim al-malaika, alla takhafu, wa la tahzanu, wa abishiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Und wahrlich diejenigen, die sagen, Allah ist mein Herr, und daraufhin einen geraden Weg beschreiten. Es reicht nicht nur, dass du sagst, Allah ist mein Herr. Viele tun das. Viele behaupten, dass Allah ihr Herr ist. Allah sagt, und dann auf einen geraden Weg befestigt bleiben. Möge Allah uns alle befestigen. So kommen während dem Tod die Engel auf ihn herab und sie sagen zu ihm, du brauchst nicht ängstlich zu sein. Nicht ängstlich zu sein vor den Ereignissen, die Yawmul Qiyamah passieren. Wallahi, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, liebe Geschwister. Nur damit ihr ein kleines Bild habt. Aisha radiyallahu anha wa ardaha hat einmal mit den Gesandten sallallahu alaihi wasallam geredet. Dann sagte er, Yuhsharu an-nasu yawm al-qiyama. Menschen werden am Tage der Auferstehung versammelt. Wie? Wer sagt mir, wie werden sie versammelt? Hufat und Urat. Barfüßig? Nackt und? Unbeschnitten. Die Männer unbeschnitten. Barfüßig, nackt, unbeschnitten. Schaut mal den Charme von Aisha radiallahu anha. Allahu Akbar. Die ein Vorbild war für alle gläubigen Frauen. Wallahi, das sind eure Vorbilder, Schwestern. Nicht Fitna Spears, wal'iyadu billah. Oder andere, die, wenn sie so sterben, Brennstoff des Höllenfeuers sein werden. Aisha radiallahu anha sagte, ja Rasulallah, ein jeder wird den anderen sehen. Die Männer und Frauen werden sich gegenseitig sehen. Ja, überlegt mal, an so einem Ort, zu so einem Platz, zu so einer Situation, macht sie sich Sorgen, dass die Menschen sich gegenseitig sehen werden. Er sagte, ja Aisha, al-amru ashaddu min dhalik. Die Angelegenheit ist viel ernster, als du denkst. Viel ernster, subhanallah. Überlege, die Menschen werden an diesem Tag sein und keinem kümmert es, was mit dem anderen passiert. Keiner schaut auf den anderen. Allahu Akbar, was für eine Situation. Diese Situation müssen wir uns vor Augen führen. Und daher die Leute, die alles gemacht haben in der Vergangenheit, warum sind sie nicht glücklich geworden? Weil Allah die Glückseligkeit in unserer Hand hat. Wenn er will, macht er uns glückselig. Und wenn er nicht will, subhanahu wa ta'ala, macht er uns nicht glückselig. Und es gab damals einen von den Tabi'in, sein Name ist Ibrahim ibn Adham,
der auch bei Sahaba gelernt hat, einer, der vorzügliches Wissen später erlangt hat. Warum sage ich später? Weil Ibrahim ibn Adham war erstmal ein Königssohn gewesen und er hat alles im Schloss gehabt, was er nur haben konnte. Ihr könnt euch vorstellen, wie lebt so ein Königskind. Er hat alles vom weltlichen Leben gehabt. Eines Tages ist er rausgegangen und dann sagte einer zu ihm, ja, hada taqilla, o du, fürchte Allah. Das heißt, wie lange willst du noch so leben? Dann hat Ibrahim ibn Adham über diese Worte nachgedacht. Schaut mal, subhanallah, manchmal ein, zwei Wörter, fürchte Allah, können bei einem eine Menge bewirken. Dieser hat Ibrahim ibn Adham dazu gebracht, dass er nachdenkt. Und Ibrahim ibn Adham hat bereut und hat sich dem Islam zugewandt und dem Wissen. Und später, als Ibrahim ibn Adham das Königshaus und alles verlassen hat, saß er einmal mit seinen Schülern. Er war ein großer Scheich zu diesem Zeitpunkt. Und sie haben hartes, verkrustetes Brot genommen und es in Wasser eingetaucht, damit es überhaupt möglich war, das runterzuschlucken. Dann sagte er während diesem Zeitpunkt, als er hartes, verkrustetes Brot gegessen hat, er sagte zu ihnen, zu seinen Schülern, Wallahi, wenn die Könige wüssten, wie glückselig wir in unseren Herzen sind, sie würden kommen mit ihren Schwertern, um von uns die Glückseligkeit aus den Herzen zu nehmen. Allahu Akbar. Asiya radiyallahu anha wa ardaha. Sie war die Frau von Pharaon. Pharaon war das Beispiel für den Kuffer. Aber er hatte eine gläubige Frau. Und so kann das manchmal sein. In einem Haushalt lebt ein Gläubiger und ein Ungläubiger zusammen. Aber Pharaon wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Asiya eine Gläubige geworden ist. Als er es gewusst hat, sagte Ibn Abbas radiallahu an, wurde sie rausgeschickt, er hat seine Soldaten gerufen und sie haben sie gebunden. Die Hände an jeweils einem Fall und die Beine an jeweils einem Fall. Und dann berichtet Allah Azza wa Jal uns, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَهُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, berichtet, als sie auf sie zukam mit einem Baumstamm, um sie zu zerquetschen, und sie war gerade in so einer Situation, wo sie sich nicht wehren konnte. Überlegt mal, eine arme, eine schwache Frau, die eine Königin war. Welches Leben hat sie gehabt? Sie konnte sich alles leisten. Wallahi, sie hätte die schönsten Kleider tragen können. Weiter. Und sie hätte das schönste Essen genießen können. Aber subhanallah, für was hat sie sich entschieden? Für Allah Azza wa Jal. Subhanallah, unsere Frauen haben nicht einmal ein Millionstel von ihrem Vermögen. Und sie tun so, als wären sie Königin. Das war eine Königin. Und sie hat alles gelassen für Allah. Sie sagte, oh mein Herr, gebe mir ein Haus bei dir im Paradies. Al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, sagte, اختارت الجار قبل الدار. Sie hat erstmal den Nachbarn erwählt. Ja Allah, gebe mir bei dir ein Paradies. Das Paradies ist zweitrangig. Ich möchte erstmal bei dir in der Nähe sein. Gebe mir ein Haus bei dir im Paradies. Subhanallah, sie hat gelacht, als die Leute auf sie zukamen und sie zerquetschen wollten. Warum hat sie gelacht? Weil Allah Azza wa Jal es in der Hand hat, dir Glückseligkeit zu geben oder nicht. Wallahi, selbst wenn du getötet wirst in diesem Moment, stellt euch vor, zwischen dir und dem Paradies ist nur der Tod. Wie wirst du diesen Tod ertragen? Wallahi, nicht mit so einer Schwere, wenn du ein Sünder durch und durch bist. Und Allah Azza wa Jal hat dir das Paradies gegeben. Und sie war eine reiche Frau. Aber nein, das Reichtum ist im Herzen. Ist nicht in der Brieftasche. Schaut euch die reichen Leute an. Wallahi al-Azim, sie vertrauen nicht einmal ihrer eigenen Ehefrau. Weil sie denken, dass sie sie beklaut. Die gesamte Zeit drehen ihre Gedanken nur um das Geld und ihre Dunya. Aber sie vergessen, dass diese Dunya irgendwann endet. Und dann wird das Geld verteilt. Vielleicht sogar an Personen, die sie gehasst haben. Daher, Ikhwa, das ist ein schöner Abend. Und bei Allah, ich fühle mich sehr zufrieden an diesem Abend. Das ist das, was Allah uns gegeben hat. Alleine diese Brüderschaft im Glauben, dass wir alleine durch die Brüderschaft einen Genuss bekommen. Und gleich werden wir essen, bi'idhnillah ta'ala. Nicht das Essen wird das Schöne sein. Dass wir Brüder sind, untereinander sind. Das Teilen, das Gute. Dass jeder für den anderen das Gute wünscht.
und dass wir uns wünschen, dass Allah Azza wa Jal uns auch zu Nachbarn im Paradies macht. Möge Allah Azza wa Jal uns auch zu Nachbarn im Paradies machen. Amen. Allahumma amin.